Die Vogelgrippe ist weltweit auf dem Vormarsch. In Mexiko gab es jetzt den ersten bestätigten Todesfall von H5N2. Bayern baut ein Pandemie-Zentrallager. Und was sonst noch um die Welt mit Viren aktuell passiert, heute in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Immer wieder tauchen mal die Meldungen auf der Vogelgrippe. Da eine Vogelgrippe, hier eine Vogelgrippe. Wenn man sich mal die Webseite von der WHO zur Hand nimmt, und bei der WHO ist nicht alles schlecht, was von der WHO kommt. Diese Mitteilungen hier über bekannte Infektionsfälle rund um die Welt geben uns relativ schnell ein aufschlussreiches Bild, wie die Lage ist. Und da gehört nochmal aktuell dazu zu sagen, es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass eine nächste Pandemie mit Vogelgrippe bei uns Menschen bevorsteht. Allerdings steigen dennoch die Infektionszahlen. Generelle Risiken sind weiterhin die Fleischmärkte in Afrika und in Asien. Sie sind ein massives Problem. Dort tummeln sich Viren und Bakterien, weil vor allem bis heute die meisten Märkte ohne Kühlung funktionieren. Massentierhaltung weltweit ist ebenfalls ein erhebliches Problem. Und wir lassen mal außen vor, wo die Sache von 2020 hergekommen ist, ob das eine Biowaffe war oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht um die generelle Gefahr von Seuchen in einer zivilisierten Welt, in der wir heute leben. Die Funktionsgewinnforschung in Labors ist ebenfalls ein Problem. Es wird weiterhin betrieben, Gain-of-Function-Forschung von den Chinesen, von den Amerikanern und von noch weiteren. Und viele tun es und geben es nicht zu. Die biologische Kriegsführung bzw. Bioterror, also das, was im Raum steht bei so manchen Sachen. Es gibt Viren, die sollen so aussehen, als wären sie natürlich mutiert. Dabei sind sie im Labor entstanden. Aber das sind nur die Grundfakten, die wir hier zu beachten haben. Wenn wir jetzt bei der WHO mal auf der Webseite schauen wollen, fangen wir hier an. Am 2. April 2024 H5N1 aufgetreten in Vietnam. Am 9. April ist H5N1 aufgetreten schon in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dann ist hier H9N2, eine andere Art eines Vogelgrippeviruses, am 19. April in Vietnam aufgetaucht. Hier das Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Kingdom. Das ist das erste Coronavirus, das MERS-CoV. Das, was wir quasi schon vor über 10, 15 Jahren kennengelernt haben, ist hier wieder ausgebrochen. Drei Männer aus Saudi-Arabien, die alle aus der Nähe von Riad kommen, haben sich hier mit infiziert. Wo es herkommt, aktuell völlig unklar. Dann Hepatitis und Dengue, das sind andere Sachen. Hier 5. Juni, Disease Outbreak, Influenza H5N2 in Mexiko. Dann 9. Juni, H5N1 in Australien, das ist ein 2,5 Jahre altes Mädchen, was nach Kalkutta gereist war in Indien, hat sich wohl in Indien vermutlich angesteckt. Dann hier H9N2 in Indien vom 11. Juni. Und so geht es jetzt Schlag auf Schlag, überall treten diese Viren wieder auf. Und das Interessanteste ist, dass es jetzt den ersten bestätigten Fall gibt, dass in Mexiko ein, ich glaube, 59 Jahre war er alt, der Mann, gestorben ist an H5N2, einer Art des Vogelgrippeviruses. Man hat die Probe schon im Labor analysiert. Der Todesfall hat sich schon im Mai zugetragen, es ist schon ein paar Tage her, und man hat einen noch nie gefundenen Stamm bei diesem Menschen gefunden. Allerdings muss man dazu sagen, der Mensch war auch chronisch krank, er hatte Diabetes, er hatte Nierenleiden, er stand unter Medikamenteneinfluss. In dem Sinne könnte es auch sein, dass er als Wirt zur Mutation fungiert hat. Es gibt noch weitere Vogelgrippearten, die uns schon gefährlich geworden sind. So ist H5N6 im Jahr 2021, also während Corona, in China ausgebrochen. Es hat 18 Todesopfer gefordert. Es gibt inzwischen eine dritte in den USA positiv getestete Person auf Vogelgrippeviren. Bis jetzt sind alle bekannten Personen auch in Kontakt auf Hühnerfarmen oder im Außenbereich mit eben vermutlich infizierten Tieren gewesen. Insofern sind es hier die normalen Tier-zu-Mensch-Übertragungen aktuell, die hier stattfinden. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist bisher nicht beobachtet worden und ist bisher auch unwahrscheinlich. Dennoch müssen wir uns diesen Gefahren offen entgegenstellen. Wir können das nicht verleugnen, und das ist mal unabhängig, ob die letzte Pandemie so real war, wie sie uns alle immer erzählen wollten. Es geht hier darum, wenn gewisse Seuchen ausbrechen, dann haben wir ein Problem. Vor allem haben wir ein Problem, wenn wir sie uns einschleppen aus der ganzen Welt. Deswegen gibt es von der WHO auch gewisse Regeln, die gewisse Meldepflichten beinhalten. Das hat bei den Chinesen ja anscheinend 2020 nicht so funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Zusätzlich gibt es jetzt noch, ich kriege häufig E-Mails, und sorry, wenn ich nicht auf jede E-Mail antworten kann, ich lese aber jede E-Mail mir auf jeden Fall durch. Bayern hat jetzt ein Pandemie-Zentrallager ausgeschrieben. Und ja, das ist was Sinnvolles, aber es ist vor allem in dem bürokratischen Deutschland auch etwas, was zum Scheitern verurteilt ist.
Es wird ein Notlager geben mit Masken, mit Handschuhen, mit Desinfektionsmitteln, so wie wir das kennen von den Lebensmittelzentrallagern von der Bundeswehr. Wir lagern ja angeblich irgendwo Erbsen, Mais, Weizen und so weiter für den Krisenfall vor. Und so möchte Bayern hier bei der nächsten Pandemie nicht mehr überrascht werden. Und die nächste Pandemie kann ja schon eine Vogelgrippe-Pandemie sein, die allerdings nur die Tiere betrifft. Wenn wir uns vorstellen, dass wir in diesem Land wieder Hunderttausende oder Millionen von Geflügeln keulen müssen, weil die Vogelgrippe um sich schlägt, dann brauchen wir auch da Seuchenschutzanzüge, Handschuhe, Schutzbrillen, Atemmasken für das Personal, was damit eben beauftragt ist. Und dass sowas staatlich bevorratet wird, das ist gut. Allerdings habe ich die schlimme Befürchtung, dass es dann in Deutschland so ist wie mit allem, wenn man nicht oft genug nachschaut und das nicht braucht. Im Ernstfall funktioniert es dann nicht. Ich erinnere nur mal daran, der Bundestag hat, seitdem die AfD dort eingezogen ist, 2017, bis heute keine Übung mit dem gemeinsamen Ausschuss gemacht. Allerdings haben sie das seit der Wiedervereinigung noch nie geübt. Es gibt ein Notfallparlament, was zusammentritt, wenn der Bundestag nicht mehr zusammentreten kann im Spannungsfall. Aber das hat man noch nie geübt. Also auch die Abgeordneten, die in diesem gemeinsamen Ausschuss dann sitzen, die wissen gar nicht, wo der Bunker ist, zu dem sie gehen müssten, wo das Ganze dann stattfindet. Und so wird es hier mit dem Pandemie-Zentrallager in Bayern am Ende sein. Man kauft hier wieder groß ein und wenn es dann zum Tag der Tage kommt, dann ist es entweder abgelaufen, dann stellt sich raus, mindere Qualität, es ist geklaut worden. Also ich stelle mir da das Übelste vor. Wenn wir das Pandemie-Zentrallager brauchen, dann ist es auf einmal vermutlich verstaubt, verwest, verwaist, nicht verwest. Es ist dann einfach leer. So wie wir das kennen mit den Flutvorbereitungen in Bayern, wo dann die Freien Wähler einfach mal dafür gesorgt haben, dass gewisse Wasserrückhaltebecken nicht gebaut werden an den Flüssen. Und wenn man jeden Tag in diesem Land einfach sinnlos weiter Flächen versiegelt, dann ist es mathematisch nur logisch und konsequent, dass das ganze Wasser zusammentrifft, da wo es oberflächlich abgeleitet wird und dass der Wasserpegel dann steigt. Das kann man ganz einfach mathematisch berechnen und wir sind aktuell bei 10% mehr Regenniederschlag in Süddeutschland als üblich vom langjährigen Mittel. Und da muss man mal sagen, wenn 10% mehr oder weniger Regen hier Deutschland schon absaufen lassen, ist was ganz gewaltig schiefgelaufen bei den Stadtplanern. Kommen wir nochmal zurück zur Vogelgrippe. Die Sache mit dem Pandemie-Zentrallager habe ich gerade erklärt. Das ist weniger spektakulär erstmal, solange hier keine großen Sachen anfallen. Es gibt auch Impfstoffe gegen H5N2, N1 und also ich bin mir nicht sicher jetzt, gegen was es welche gibt, aber das ist was, das ist schon länger in der Entwicklung. Es soll auch eine Meldung geben, dass die WHO hier irgendwen verpflichtet hätte wegen Zwangsimpfungen mit Influenza. Das kann ich nicht bestätigen. Sowas ist nicht zu finden auf who.int. Wenn jemand den Link hat, möge er ihn bitte mir gerne zuschicken. Und ansonsten kann ich euch nur noch mal meinen Telegram-Kanal ans Herz legen. Abonniert ihn. Heute gab es schon wieder ein Video ohne Benachrichtigung von YouTube, obwohl ihr die Glocke aktiviert habt. Abonniert auch diesen Kanal und wenn ihr mir was schicken wollt, an kontakt@politikmitkopf.de, alles zusammengeschrieben, könnt ihr mir eine E-Mail schicken. Aber sorry, wenn ich nicht jedem antworte, dafür fehlt manchmal einfach die Zeit. Damit bis bald.